Hallo da draußen und herzlich willkommen zurück bei Tacoma mit dem Robert. Hallo. Und dem Ochi. Hallöchen, ihr Lieben. Wir sind das letzte Mal rausgekommen hier aus Personal. Ja, und wir wollten mal gucken gegenüber, ob irgendwas ist, aber da ist wohl nur ein Gegengewicht, scheinbar. Ohne einen Zugang in eine andere Personalabteilung. Ja, das oder? Ist offenbar nichts. Na ja. Gut. In Ordnung. Dann frage ich mich aber wirklich, wo die Personen hausen. Naja, wir werden ja, sehen. Ja, auf jeden Fall. Werden wir vielleicht noch sehen. Ich würde ganz gern mal hier nochmal in die Aufzeichnung gucken. Achso, aber hier sehen wir ja schon, dass hier niemand irgendwie mit Geräten rumgemacht hat. Genau, da gibt es keine Interaktion. Okay. Alles klar. Nee, dann hat sich das. Dann schwebe ich mal zurück. Halt, ich möchte den Ball mitnehmen. Wo ist er? Der lag doch gerade hier. Ich habe ihn jetzt nicht bewusst gesehen. Das ist schon krass, hier in 3D so rumzuschweben, oder? Ja, ja, ja. Vorhin hattest du ja nicht die Kontrolle, als wir hier waren. Ui, jetzt wow. Hast du sie. Ja. Zappel. Wir müssen die große Kanone bereit machen. Dann können wir auf den Mond feuern. Deswegen haben wir da auch so einen Ausguck wahrscheinlich. Das wird sein. Ja, 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 das ist der Sinn des Ganzen, denke ich, ja. Ach, da ist... Ach, da ist er, ja. Basketball greifen. Schwebt er denn hier rum und nicht in der Sportabteilung, da Fitnesscenter? Würde er doch besser hinpassen. Naja. Weil es hier viel interessanter ist. Naja. Ah! Okay. Es ist wahrscheinlich wirklich interessanter, hier zu spielen. In der Schwerelosigkeit. Ja! Yeah, cool. Nice. Oh. Gut. Ist er schon wieder durch? Nee. Hä? Steht da 30. Aha. Boah, du verwirrst mich komplett. Ach so, das ist auch irgendwie, es sind zwei Teams offenbar. Ja, ja. Ich möchte ihn greifen. Ah ja, okay. Und? Aha. Wie ist das denn zu verstehen? Die eine Hälfte ist vom einen Team, die andere vom anderen Team? Aha. Oh. Nein. Das geht gut. Ja, nein, geht es nicht, nee, aber. Nee. Geht ich so. Hatte den Ball. Und. So, und war. Jetzt genau, wirf den mal da durch. Nein! Ah. Aber zum Rebound stehe ich da und. Ich wollte gucken, wer jetzt einen Punkt kriegt. Was war das denn? Ich spiele über Bande. Ach so. Also über mehrere Banden. Jetzt müssen wir warten. Ich spiele über andere Stationen. Geh in die Biomedizin, komm, wir müssen den Leuten was bieten. Hier gibt es auch noch die Kryogenik. Kryogenik. War die auf unserer Karte angezeigt? Die Karte sehe ich so. Genau. Biomedizin, Maschinenstation, Personal, nee, oder? Gibt es dann doch, ja, das ist auch blau hier markiert. Siehst du, die haben ja alle so ihre Farben. Ja. Dann gibt es doch noch mehr Stationen, die wir uns erarbeiten können. Was stand denn da an der Luke zu der Kryogenik? Da steht nämlich was. Zugang verweigert. Vielleicht kriegen wir dann ja noch... Oh, Kryogenik. Ist das so wirklich so zu verstehen, dass da irgendwie Organismen eingefroren werden oder so etwas? Kann schon sein. Ah. Ich finde es nur ziemlich interessant, ob wir dann hinterher irgendwie noch da was entdecken oder sowas. Ja, vielleicht brauchst du alle davon. Hier dreht sich alles um Übelkeit, oder? Auch zusammen mit den Kotztüten. Ja, ja, ja. So. Docking, genau, da kamen wir ursprünglich her. Da schwebt ja auch noch irgendwas. Ach, das ist die Kotztüte, oder? Kann das sein? Ich weiß nicht. Ich wollte die ganz cool jetzt im... Nee, das ist schon wieder irgendwie der Schnaps oder irgendwas von dem. Ja, genau. Ja, nein, das ist das Wasser. Ist nur Wasser. So, Maschinenstation ist auch nicht... Nee, da dürfen... Die war auch nicht... angezeigt. Doch, Maschinenstation. Achso, Maschinenstation war angezeigt. Ja. Nun gut. Ich habe da irgendwie gerade ein ganz mulmiges Gefühl bei der Kryogenik, aber nun gut, mal gucken. Erstmal Bio. Biomedizin. Biomedizin. Und auch hier gibt es nur einen Eingang, nehme ich an, ne? Genau. Die andere Seite wird wahrscheinlich wirklich ein Gegengewicht sein oder wie auch immer. Warum nicht nutzen diesen Platz? Vielleicht sind da Maschinen drin oder irgendwas, keine Ahnung. Akkus oder so. Ja. Braucht ja auch Platz. Ah, der Venturis-Gürtel. Ferienorbital-Bungalows. Also, wenn wir mit dem Let's Play durch sind, dann will ich zum Venturis-Gürtel reisen. Meine Güte. Verfügbar ab 2088. Hm. Aber Reservierung werden ja schon angenommen. Müsste jetzt sein, so. So. Okay. Wir sind angekommen. Es muss ein komisches Gefühl sein zwischen Schwerelosigkeit und
Pseudogravitation irgendwie zu wechseln. Dann schauen wir doch mal. Ja. Was werden wir hier für... Ach, das sieht ja netter aus, als ich dachte. Ich dachte jetzt, hier sind hier so Labors. Aber nee, das sieht ja richtig, richtig angenehm aus eigentlich. So vom Ersteindruck. Der erste Eindruck zählt. Genau. Du kommst hier rein und es ist eine, ja, Wohlfühlatmosphäre, kann man schon sagen. Ja, guck mal, ja auch so mit Holz ein bisschen so schön. Hier werden wir mal unsere Datenkrake platzieren. Mach das mal. Ich frag mich, was passiert, wenn man hier erstmal alles erkundet und dann das Ding einsteckt. Dann musst du warten. Vielleicht. Okay. Botanik, Medizin. Ja. Botanik oder Medizin? Botanik. Okay. Ja. Warum eigentlich nicht? Aha. Wow, wie botanisch. Sowas habe ich eher erwartet. So ein bisschen duster, so ein bisschen spooky. Das ist ja nicht das, was ich erwartet habe. Okay, gucken wir mal. Nett. Okay, der Lichtschalter. Wo ist der? Wo ist der? Hier ist wirklich dunkel, das stimmt, ja. Ach so. Ja, ja. Automatik. 3 Tage her auch wieder. Warum sind die alle so dunkel? Ach komm, gut. What do you say, folks? Yay or nay? Obviously, we're on board. I'm in. Me too. Okay. Alright. Well, we non-essential personnel need to figure out how to do everything we can to set this mission up for success. Then get the hell out of your way as quickly as possible. Time is oxygen, people. Great. I can't believe everybody went along with this. I'll head downstairs. I didn't expect them to either. Oh my god. So now we actually have to build this thing. Yeah, that was the whole point. Yeah. Hold on, I need to ask Evie something. Are you okay? Evie! Hey, Evie. Hey, I know you're all like gung-ho to help us out and everything, but I did the math. If we could get this done in like 48 hours, not 72... Could the rest of us wait longer to go in? Exactly. Listen, ladies, I get it. You're trying to do right by us, but every minute we wait to go in is a minute you don't have to get this thing flying. And knowing what we know about VT, we've got to give you every chance we can to succeed. So there's no way we can convince you? We made a plan. Now we just need to hold up our end of the bargain. Then I guess we should stop wasting time and get to work. This is gonna be good, Evie. You just wait. Ride of your life. More ways than one. Okay, where do we start? Start? Was lang die Aufzeichnung. I think started as soon as this all went down. I'll show you what I got lined up. To the workshops. Ah. Ja gut, da hört's hier auf. Hier ist Schluss, ja. Okay, das ist viel. Ja, also die Aufnahme geht ja auch noch weiter, ne? Wesentlich. Ach du meine Güte, die läuft. Ja, nur die sind jetzt rausgegangen. Ah, okay. Ja, ja. Ich würde trotzdem sagen, wir gehen auf Anfang zurück, suchen uns einen neuen Ausgangspunkt. Ja. Das Ding bauen, was für ein Ding. Naja, die große Party. Die große Kanone, ach so. Stimmt, ja, wahrscheinlich. Nee, aber ich gehe schon recht in der Annahme, dass das jetzt nach dem Upsi ist, oder? Oder? Das ist auch 3 Tage her, aber... Ja, time is oxygen. Genau, das ist richtig, ja. Und daher... Genau, entschieden. Hier, ne, hier, ride of your life. Das ist, ja. Es geht darum, wirklich wahrscheinlich etwas zur... entweder mit der ganzen Station zu fliegen, so wie mit, wie mit Sanctuary. Vielleicht. Und wegphasen. Oder es geht darum, irgendeine Fluchtkapsel startklar zu machen. Das könnte auch sein, ja. Okay. Sind wir mal gespannt. Ja, langsam wird's spannend. Ja, wem lauschen wir denn jetzt? Oder wollen wir erst die Katze suchen? Na, erstmal erstmal Aufnahme gucken. Okay, gut. Er läuft zusammen mit Evie rum. Hier, die zwei da hinten vielleicht mal. Ja, warum eigentlich nicht? Alright, what do you say, folks? Yay or nay? Genau, das ist noch gemeinsam. Genau.
Okay. All right. Well, we non-essential personnel need to figure out how to do everything we can to set this mission up for success, then get the hell out of your way as quickly as possible. Time is oxygen, people. Break. I'll head downstairs and get started on something. Okay. Something. Okay. Ich glaube, der Botaniker ist da. Hey, are you okay? Wirklich nicht so. Nicht so gefragt. Okay. Na. So viel dazu. Ach so, Moment. da wurde was eingegeben tatsächlich. Nope, I'm not. Ich glaube, ich hätte meinen Cursor drauf. 0251 oder so? Probier mal. Ich hätte meinen Cursor drauf. 0281, okay. Hat er nicht, gefressen. Die 0. 0. 2. 8 und die 1. Okay. What do you want to talk about? I can't do it. I can't. This is all crazy. But you said you... I know. I know what I said. But I... What was I supposed to say? You all pressured me. Andrew. They really expect us to climb into some jury-rigged thing and ride through space? Just because VT might not come pick us up. It's insane. And first, we all have to get in cryo just for the privilege. Well, some of us do. Andrew, I don't know what to say. Bart and Nat need us. They need you. Well, I'm not doing it. I'm not getting in cryo. I'm not. I'm going to be the same one here. No, nobody even considered that VT might come pick us up in time if we just wait. Nobody even considered it. Naja, dann wär's zu spät. Don't talk to anybody else about this for now, okay? And if I were to call the crew into medical, you'd show up, right? I guess it depends what it is. Okay. Just give me a little time. Ist sie wieder rausgegangen? Ich hab's nicht gesehen. Hey, Odin. Aha. Yes, Andrew? What should I do? What do you mean? I don't know. I just want to go home. I understand. Do you? I believe that I do. Can you tell me the average time it's taken VT to send an evac crew to investigate situations like this? The average time between a remote facility losing ground contact and an investigative crew arriving on site is 98.4 hours. God damn it. Please try not to be worried, Andrew. That's easy for you to say. You don't have lungs. So, what do you think we should do? Standard operating procedure requires all crew to engage cryogenic hibernation until help arrives. Yeah, you know, people die in cryo, right? I know. Sometimes. If we don't make it out of this, can you deliver a message to my family? I will do everything in my power. Okay. I'll send you something later, all right? Of course. Und da interagiert er noch. Wollen wir das gleich mitnehmen vielleicht? Könnten wir machen. Bevor wir wieder hin und her rennen müssen? No. Warum eigentlich nicht? Schauen wir mal nach. Haben wir es auch abgehakt? Okay, nichts. Literally. So, dann schätze ich mal, dass wir einfach so weitermachen wie bisher. Wir haben nicht viel Zeit, wir müssen einen Notfallplan ausarbeiten. Aber VT sollte doch kommen und uns abholen, oder? Innerhalb 24 Stunden. Hör mal, erhöhe allerschlimmsten Fall kurzfristig einfach unsere Sauerstoffversorgung. Ja,
Upsala, da wollte ich nicht raus. Ich dachte auch eben so als Botaniker, naja gut, die Pflanzen, die helfen wahrscheinlich ein bisschen hier, Sauerstoff wieder zu gewinnen. Dieser Plot, den wir da auch eben gesehen haben auf dem einen Screen, da ging irgendwie Sauerstoffversorgung so runter und dann ein bisschen wieder hoch. Vielleicht hat er hier ein bisschen die Pflanzen ausgepackt, keine Ahnung. Pflanzenpower. Elektrizität nachgekippt. Irgendwie sowas. Ja. Ein bisschen Dünger nachgekippt. Ja. Mal reingekackt. Ja. Gut, weiter. Es gibt wirklich keine Möglichkeit, ein Signal nach außen zu bekommen. Es muss etwas geben, was du noch nicht probiert hast. Nein, Andrew. Alle Kommunikationen werden durch ein sicheres VT-Laser-Array geleitet und das wurde zerstört und die Reservesysteme wurden auch zerstört. Okay, hör auf, mir zu schreiben. Die KI ist genervt. Oh Mann. Wollte nur mal wegen deiner Verlängerung nachfragen. Aha, okay, das ist jetzt irgendjemand von außerhalb. Andrew, ich rede nicht darüber, wer die Rechnung bezahlt. Ich spreche über Nicholas. Sieb dich alle 4 Monate und dabei berücksichtige ich nicht mal meine Gefühle, die ich hier beiseite lasse. Du denkst vielleicht, er zeigt es nicht, aber Nicholas wünscht sich wirklich, dass du hier wärst. Hör mal, wenn du aus deiner Vertragsverlängerung aussteigst, werden wir schon einen Weg finden. Du weißt, dass meine Eltern im Währungscrash gut abgeschnitten haben. Mein Vater sagt immer, ich will dich nur zu Hause haben. Dich auf Wohltätigkeit deiner Eltern zu verlassen, ist deine Lösung? Ich sammle Eigenkapital hier oben. Meine Treuepunkte werden Nicolas Schule bezahlen. Und wenn ich aus diesem Vertrag aussteige, werden wir das alles verlieren. Und ich bin nicht. Mir gefällt diese emotionale Sabotage nicht, wenn du doch weißt, tut wirklich weh, so überhaupt nicht geschätzt zu werden. Du, es tut mir leid. Ich... Ja. Verbindung unterbrochen. Die Treuepunkte. Ist das hier die Währung? Ja, irgendwie so ein Ersatz. Die aktuelle Währung jetzt. Irgendwas Neues. Ich glaube schon. Hier Loyalitätswirtschaft, pipapo. Ja. Und wenn er aussteigt, dann ist halt nicht so toll. Aber man kann ja auch diese Treuepunkte übertragen, haben wir gelesen. Das ist, ja, naja, schon, aber wir haben auch gelesen, dass das irgendwie nix, also weiß ich nicht, dass sie ja nicht so wirklich was wert sind, oder? Die übertragenen Punkte. Naja. Seltsames System mit neuen Problemen, die es verursacht. Also, hier, das meintest du gerade. Ja, hier, genau. Ah ja, okay, Sauerstoff kann ich hier... Mit Ampelsystem. Algenwachstum, aha. Okay. Sollte genau in der Mitte sein. Weder zu hoch noch zu niedrig ist gut. Ja. Ziemlich hart gestiegen, ziemlich hart gefallen. Zwischen vor 2 Tagen und gestern war da so eine Fluktuation einfach. Jetzt der 3. Tag nach dem Booms. Naja, okay. Sauerstoffherstellung, genau. Ja, jetzt geht's langsam wieder nach oben. Die Herstellung war sehr stark. Ist dann rapide wieder gefallen. Und das war der Bestand, oder was? Ja, genau. Versorgung. War sehr hoch, sehr stark gefallen, leichter Anstieg. Okay. Vor 2 Tagen konnten die die Herstellung so stark hochdrehen, oder was? Das ist ja interessant eigentlich. Zumindest für einen kurzen Zeitraum. Ja, das stimmt. Ja, vielleicht erfahren wir ja noch, welche Maßnahmen da ergriffen wurden. Würde ich mal hoffen. Pflanzenerde. Irgendwelche Beutel. Ich weiß nicht, ob bei ihm noch was passiert. Ich lass mal weiterlaufen. Achso, dann sehen wir vielleicht, was er da tut. Naja, nicht wirklich. Genau, kommentiere das mal, Kollege. Well, looks like this will work. Give us a few extra hours anyway. Okay. Thanks, Odin. Okay. Hello? Guess I'll catch up with you all later then. Sind alle abgehauen in irgendwelche Richtung? Ja, dann spulen wir nochmal zurück. Ja. Genau. Und wen nehmen wir uns dann vor? Dann, wir könnten kurz nochmal ihr folgen, weil sie ist ja erst nachträglich dazu gekommen. Alright. Well, then get the I'll head downstairs and get started on. So, was macht sie jetzt? Wahrscheinlich wird sie ihm... Achso.
Okay, folgt direkt. Ja gut, aber wir können mal gucken, wo sie dann hingegangen ist. Ja, nicht gesehen dann. Genau, wenn sie wieder rauskommt. Ja, ja, da. Wird nicht viel sein, aber ja. Es sei denn, ja gut. Kommt drauf an, ob wir ihr dann folgen können. Odin, I'm freaking out. I'm freaking out. Close your eyes. Ich hab nichts gesagt. I did already. A light wind rustles the green tall grass. Your skirt billows gently. Warm sun caresses your back. Yes. You begin walking forward. The grass is cool. Your feet parted with each step. Do you see what is in front of you? As I step through the grass, I naturally come upon a path. Yes. The dirt of the the dirt of the path is soft on the soles of my feet. I don't know what's going to happen to us, Odin. Sarah. Meditation. I am striding forward confidently upon my appointed path. Wherever it takes me is where I am meant to be. I am striding confidently on my appointed path. Sarah? Yes, Odin? Are you going to be all right? I think so. Oh, do you think you could get everyone to medical? I want to make sure they've got the best shot at waking back up once they do go in. All right. How about this? Let's give folks a little time to regroup. But why don't Clive and I follow you over there right now and get ours done? No time like the present. Lead the way. Okay, da geht's dann raus aus der Aufnahme. Ja, und der da ist da. Ja, genau. Okay, ich würde gerne nochmal auf ihren auf das Gerät gucken, schauen. Genau. Halt. Wir haben ja auch nur 3 Geräte abzugrasen, offenbar, ja, aber wir haben noch ein paar Leute. Ich will mich kurz mal umschauen hier. Versorgungsgrad, okay. Haha. Oh. Okay. Ach, das ist das Animal Free Meat wahrscheinlich, oder? Sie irgendwie produziert wird. So. Oder? Das kann sein. Ja. Pilze. Aha. Cool, ja, das ist irgendwie daraus gemacht. Keine Ahnung. Möglich. Was sind das für. Ich hab die Meats gefunden. Tatsache. Ja. Aber ich denke, dass ihn gar keine Aufnahme irgendwie bewegt. Ich glaube, das ist. Ich vermute fast nicht. Na gut. Mehr so ein Collectible, oder? Was sind das für Säcke da? Ist das Erde oder ist das. Protein, irgendwas. Ne? Ja, es gibt schon so synthetisches Fleisch. Was auch gar nicht mal so blöd sein soll, also geschmacklich. Hab ich mich noch nicht wirklich viel mit beschäftigt, muss ich sagen. Der Fisch, der sieht auch ganz anders aus als die anderen Fleischsorten, so wie Thunfisch, oder? So von der Struktur her. Ja. Details. Nee, cool. Tomaten haben wir eben gesehen. Hier sind allerlei Tomaten, auch schön. Und das hier sind wahrscheinlich kleine Kürbisse. Ah, kann sein, ne? Aha. Da. Gut, klar, irgendwie muss man die Versorgung hier. Da ist noch ein Raum. Sicherstellen. Ja, ja. Das sind Salate. Salate, ob das so. Ja, gut. Das so nützlich ist hier. Na gut. Weiß nicht, ob die so viel bringen dafür, wie viel Energie dafür aufgewendet werden muss, aber na gut, keine Ahnung. Ich kenne mich da nicht aus. Das ist für Salat, also ja, könnte ich jetzt nicht spontan gut, vielleicht ist das der Supersalat, das kann sein. Irgendwie hochgezüchteter. Ja, besondere Nährstoffe. Vielleicht. Weil, was war denn das? Was bringt viel Eisen? War das nicht der Spinat zum Beispiel? Der viel Eisen enthält? Naja, könnte sein. Schauen wir mal hier rein. Ist auch irgendwie eine Sorte davon. Ah,
Ah, so, das hat sie sich angeguckt. Aha. Ja, ja, ja. Okay. Ergänzend zu der, ja, zu der Beruhigung. Aber was anderes kann ich hier nicht auswählen. Ja, wird das wahrscheinlich echt nur das sein. Hier ist wahrscheinlich Aufnahmeende, ne? Ja. Okay, jeder hat hier irgendwie sein Büro. Ja gut, sein Büro, ja gut, das mag sein, ne? Ja, hier. Steht bestimmt auch irgendwo pflanzenreich rum. Ja. Das wäre nett. Was? Ein was greifen? Was stand da? Stein. Stein und da, da fehlt einer. Was? Oder ist das? Nee, das ist ein anderes Gefäß. Das ist ein unsichtbarer Stein wahrscheinlich. Ja. Licht gab's hier. Aha. 0281. Ach, den hatten wir doch gerade schon. Ja. Ja. Wir brauchen noch diese Hinweise gar nicht. Ah, guck mal, hier kann ich. Eine Nee. Lampe einschalten ist die Aktion, aber naja, das ist genau falsch rum. Was haben wir da? Fertignudelsnack, ja. Und eine Tasse. Mit was für einem Spruch? Ach so. Die Amazon-Universität. Ah, ja. Ja, Amazon hat hier halt noch weiter expandiert. Hat jetzt hier auch Universitäten, mag ja sein. Ja. Okay, da ist die Frage, ob das hier so im Einführen offiziellen Trauertag ist. Okay. 15. September, aha. Ne. Was? Die tibetischen Völkermord von 2052. Meine Familie und Tausende von anderen wurden in diesem schrecklichen ethnischen Säuberungsversuch unauslöschlich getrennt. Meine Eltern und ich entkamen Tibet als Flüchtlinge. Meine Großmutter hatte, wie so viele andere, nicht das Glück. Die Erinnerung an sie treibt mich dazu an, mich mit dieser Bitte erneut an sie zu wenden. Gedenktage wie dieser sind unbedingt notwendig. Die Erinnerung an die Menschen und Tradition zu erhalten, die in diesem schrecklichen Ereignis verloren ging. Okay. Ach so, da ist noch ein Computer gleich und hier ein Federtree. Ja, das ist so zum Zeichnen. Ach ja. So, ach glaube ich. So eine Feder, ja. Ach, genau. Ach, egal. Da ein Foto. Aha. Familie. Ah, das ist der Andrew in klein. Und das wird wahrscheinlich Großmama sein. Ja. Von damals. Ja. Aha. Okay, okay. Das ist ein... Da kann man bestimmt zumachen. So, Fenster schließen. Von unten nach oben, okay. Na gut. Ein Tisch, wieder mit der Werbung da oben. Jeder hat diesen... Diese Werbung. War das irgendwie das Ziel von denen hier? Oder? Wirklich? Na gut, da ist jetzt nichts weiter Wichtiges. Da haben wir herzlichen Glückwunsch, Venturisgürtel, Immobilien mit... Aha! Sehr geehrter, vollberechtigter Auftragnehmer sowieso, diese Nachricht bestätigt den Abschluss Ihrer gewünschten Währungsumrechnung. Ihrem Konto wurden Treuepunkte im Wert von... $154.000 SGD... abgezogen. Und Ihrem Mitarbeiter-Investitionsplan als Zahlung für die Venturisgürtel-Vorregistrierungsgebühr gutgeschrieben. Sie sind jetzt stolzer Besitzer des Orbital-Bungalows 0182 im Venturisgürtel. Sobald die Einrichtungen im Jahr 2088 in Betrieb gehen, werden Sie jedes Mal, wenn ein Passagier Ihr Orbital-Bungalow anmietet, Geld verdienen. Herzlichen Glückwunsch zu dieser klugen Investition. Und so weiter und so fort. Okay, also er wollte da gar nicht dort selber wohnen, sondern vermieten. Na gut, warum nicht? Ja. Auch eine Idee. Auf jeden Fall. Wunderschöne Orchideen. Hallo allerseits, meine Orchideen wachsen diesen Winter herrlich in der Botanik und sind bereit, sich zu vermehren. Wenn einer von euch eine kleine Orchideenpflanze haben möchte, um etwas mehr Leben in seine Koje zu bringen, dann lasst es mich wissen. Sie erfordern etwas Pflege, aber ich bin gern bereit, Anweisungen zu geben und eure Fragen zu beantworten. Schreibt mir, wenn ihr eine haben möchtet. Okay. Gut. Haben wir die schon gesehen, die Orchideen? Ja, irgendwo habe ich die gesehen. Echt? Aber das sind keine, oder? Ja, ich kenne mich da ziemlich schlecht aus, ehrlich gesagt. Aber irgendwo sind mir welche aufgefallen.
So. Na gut, ist ja auch ein komisches Licht, so ein bisschen gedimmt. Das ist wieder so ein Lautsprecher, ne? Ja. Genau. Okay, dann gehen wir mal auf Anfang zurück. Ja. Dann müssten wir uns den nächsten vornehmen. Ist allerdings auch schon wieder Folgen-Cut-Zeit, ehrlich gesagt. Na, dann machen wir eine kleine Pause. An dieser Stelle machen wir eine kleine Pause, genau. Und dann müssen wir mal gucken, wen wir uns vornehmen müssen. Auf jeden Fall hier Chef, ne? Den Admin und ansonsten mal gucken, wo die noch alle hinstromern. Auf jeden Fall bedanken wir uns schon mal recht herzlich fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sind auch das nächste Mal wieder mit dabei. Hoffe ich auch. Das hoffe ich auch. Und außerdem ihr natürlich auch. Bis zur nächsten Folge. Bis dann, macht es gut und tschüss.